Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Ein Cast, sie zu knechten, ins Ohr zu treiben und ewig zu bingen. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Game of Nerds, dem Fantasy-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Herzlich willkommen zu Game of Nerds, dem Game of Thrones, Herr der Ringe, Fantasy-Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und der Michael und ich, der auch da ist, hallo. Hallihallo. Wir haben uns mal heute ein paar Sachen zu Herzen genommen, die andere Podcasts auch machen. Nämlich, wir haben heute hier ein schlaues Pad, wie bei der Lage der Nation. Und wir machen das, was Sie reden immer machen. Sie sitzen im Grünen. Das machen wir jetzt nämlich auch. Also wenn es heute ein paar Umgebungsgeräusche gibt, dann liegt es daran, dass wir hier auf der Nerd-Terrasse sitzen, ins Grüne gucken. Und wir haben uns gedacht, wir reden mal über der dritte Teil unserer Hobbit-Reihe sozusagen. Die Schlacht der fünf Heere, also ein Film um vier Nachbarn, die sich um Geld streiten. Und dann kommt am Ende noch mal irgendwie jemand dazu, von dem man annehmen könnte, es wäre der fünfte. So ungefähr. Also was wir für heute sagen können, bevor es nächste Woche angeblich 40 Grad werden soll, wird schon mal bei uns so richtig heiß. Oder wir bleiben einfach cool. Ich weiß nicht, in welche Richtung wir es jetzt treiben, ne? Wir sollten an der Stelle noch mal kurz dazu sagen, das Ganze ist ein Countdown für die Herr-der-Ringe-Serie, die ja dann ab September kommt. Michael, du hast den Trailer gesehen, ich habe ihn auch gesehen, mir sagt er nichts, aber du warst ganz aus dem Häuschen. Ja, ich habe den ersten Teaser, der da gekommen ist, da habe ich mich nicht viel mit beschäftigt. Es waren für mich ein paar nette Bilder und das war's. Ich habe bisher noch nicht viel von der Serie erwartet, vor allen Dingen, weil die wohl nur die Rechte an den Anhängen haben, wo dann Teile des zweiten und ersten Zeitalters beschrieben werden, aber halt nicht am Silmarillion und den ganzen Nebengeschichten von Tolkien, wo das alles im Detail beschrieben wird. Also war ich jetzt nicht unbedingt optimistisch, wie viel die jetzt wirklich da verarbeiten können in dem, was in der Zeit passiert, weil da passiert unglaublich viel. Aber als ich diesen Trailer gesehen habe, und dann danach auch noch ein paar Trailer-Analysen, weil ich war von dem Trailer begeistert, muss ich sagen, ich erwarte jetzt viel. Weil wir sehen hier unglaublich viel, was in Rückblenden vorkommen wird, aber unglaublich viel, was die Geschichte von Mittelerde an sich ausgeht. Angefangen in der Zeit sogar noch vor dem ersten Zeitalter, bevor das erste Zeitalter überhaupt gestartet ist und bevor Sonne und Mond da waren. Nämlich, man sieht als ersten Shot, das hatten wir auch schon in einem Promobil-Bild, die zwei Bäume von Valinor, die eine große Lichtquelle waren und die Erde mit Licht erfüllt haben, bevor Sonne und Mond geschienen haben. Und wenn wir da anfangen und über die verschiedenen Ereignisse drüber gehen, die uns ins zweite Zeitalter geführt haben, vor allen Dingen mit dem Fokus auf Galadriel, könnte es noch spannender werden, weil Galadriel, wie sie im Trailer schon gesagt hat, hat sehr viel durchgemacht. Und man könnte jetzt spekulieren, und das besprechen wir dann in der Serie mehr, ob wir sogar Bilder vom ersten Sippenmord der Elfen sehen an den Küsten von Valinor, wo die sich zerstritten haben und welche nach Mittelerde rübergefahren sind, um ja dem bösen Herrscher Morgoth, dem Herr von Sauron zu folgen. Oder ob es eventuell sogar, ich will das alles, vielleicht vielen alles nicht sagen, wir Szenen aus der Dagobragolach sehen, der Schlacht der großen Tränen. Bitte? Die quasi, das ist eine der absolut größten Schlachten, die jemals in der Geschichte von Mittelerde passiert sind, wo das Heer von Morgoth gebrochen wurde und quasi die Welt neu geformt wurde. Vielleicht hätten sie das Peter Jackson mal sagen sollen, dann hätte er da noch eine größere Schlacht draus machen können. Ja, also das Ding ist so abstrakt und soll mehrere Jahrzehnte oder viel, viel Zeit in Anspruch genommen haben, dass wir danach und nach dem ersten Zeitalter noch eine ganz andere Erde vorgefunden haben, weil Mittelerde hatte eigentlich eine viel, viel größere Landfläche auch. Eine viel, viel größere Landfläche, in der sich das erste Zeitalter so abgespielt hat. Und alles, was wir im dritten Zeitalter gesehen haben, war eigentlich nur der pupsige Teil im Osten von dem, was eigentlich Mittelerde war.
Okay, ich habe keine Ahnung von dem, was das du Ganze, gerade gesprochen das Ganze hast. Ist wie Atlantis im Meer versunken, als Morgoth, der Herr von Sauron, besiegt wurde. Okay, was mir aber aufgefallen ist im Zuge des Herr der Ringe-Trailers ist, dass der Hype-Train irgendwie so langsam Fahrt aufnimmt, wohingegen der Game of Thrones-Hype-Train wird überhaupt schon gebaut? Haben die schon Kohle aufgeschaufelt auf den Tender? Haben die überhaupt schon irgendwas gemacht? Ich glaube, außer einem Promo-Foto kann ich mich gar nicht, und so einen reinen CGI-Trailer kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht. Doch, die haben. Doch, es gab diesen einen Teaser. Ja, mal. Ja, okay, gut. Aber seitdem ist nichts gekommen und wollten die nicht im August starten? Ja, also. Ich guck so auf meine Uhr, könnte ein bisschen spät werden, ne? Das Marketing könnte so langsam anlaufen, was das angeht. Ja gut, gab ein paar Sachen, eine große Covergeschichte, glaube ich, im Empire Magazine oder so. Und das war's, aber letztendlich so viel habe ich bisher auch noch nicht davon mitbekommen. Die größere News war eigentlich, dass George R. R. Martin mal wieder ein paar Sachen hat fallen lassen, was Winds of Winter angeht. Hat er den Termin mal wieder verschoben? Nee, es gibt keinen Termin. Also, bevor wir dann in Herr der Ringe einsteigen, die aktuellen News von Ride Faster, George R. R. Martin, sind, dass er immer noch dran ist, dass das wahrscheinlich eins der längsten Bücher wird. Könnte wieder so sein, solange, dass sein Publisher sagt, nee, wir müssen das in zwei Bücher splitten. Er hat fast alle Tyrion-Kapitel abgeschlossen. Er hat irgendwann vorher mal gesagt, er möchte keine neuen Charaktere einführen, die aus der Ich-Perspektive sprechen. Also jeder in Game of Thrones in den Kapiteln spricht ja aus seiner Perspektive. Eigentlich wollte er damit aufhören. Nein, hat er jetzt doch wieder gemacht. Aber er bezeichnet sich so ein bisschen als, was hat er für ein Wort genutzt? Als jemand, der das Buch erfindet, während er schreibt. Oh Gott, also er hat also auch Weg wieder gestern. Keinen Plan. Das Doch, er hat einen groben Plan. Er hat einen groben Plan. Aber er möchte halt erfahren, wie der Weg sich auftut, während er schreibt. Und deshalb meint er jetzt auch gerade, es wird ganz stark von der Serie auch abweichen, vor allen Dingen, weil Charaktere überleben und sterben, die es entweder nicht in der Serie gab oder die in der Serie schon längst tot sind oder noch überlebt haben. Also wir können damit rechnen, sollte dieses Buch jemals rauskommen, dass wir schon eine ganz andere Richtung bekommen, als die Game of Thrones Serie es am Ende vermurkst hat. Gut, man könnte jetzt mit bösen Zungen sagen, ist vielleicht auch besser so, ja, dass unter Umständen das Ganze dann doch ein bisschen abweicht. Wir haben ein bisschen Feedback bekommen. Der Oliver schreibt uns, hallo Michael, obwohl ich seit 40 Jahren mich massiv mit Tolkien befasse, kann ich dir sagen, du machst das absolut super und es gibt keinen Grund, dich zu entschuldigen. Liest du das jetzt bewusst so ironisch vor? Nein, das ist... Also sarkastisch eher. Nein, ich lese das vor, wie ich im Deutschunterricht alle Dinge vorgelesen habe, ja, bis ich irgendwann nicht mehr drangenommen wurde, um irgendwas vorzulesen. Ich weiß bis heute irgendwie nicht, warum. Also, das Silmarillion ist nun mal ein schwieriges Kopfsteinpflaster und selbst ich nehme Herr der Ringe nicht so ernst, wie manche Leute es leider tun und was man auch nicht sollte, denn es soll Spaß machen und das Leben bereichern. Allerdings nur ein Hinweis, du sagtest, Gandalf und die Maia sind Götter. Doch nur die Valar sind Götter und die Maia sind nur ihre Diener, sozusagen Engel. Das aber nur ganz am Rande. Mach weiter so. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Grüße Olli. PS an Chris. Edna Mode. Okay. Ich weiß gerade nicht, was du meinst mit Edna Mode, lieber Oliver. Ich kenne Dame Edna, aber so sehe ich weiß Gott nicht aus. Nee, nicht die Edna von Die Unglaublichen? Vielleicht auch der. Ja, das kann natürlich sein. Vielleicht meint er auch die. Also vielleicht schreibst du uns nochmal, was du meinst mit dem Edna-Mode. Jetzt wollte ich hier mein Pad schon wegpacken, aber das brauche ich ja noch, denn da habe ich ja. Aber lass mich doch erst nochmal reagieren. Ja, natürlich darfst du reagieren. Ich rede ja um die peinliche Stille nur zu überbrücken. Sehr nett. Danke für das Feedback. Ja, also zumindest aus meiner Sicht hast du teils recht. Vielleicht kannst du mir auch nochmal gerne widersprechen. Die Maia sind halt eine niedrigere Klasse von Göttern. Also das sind eher so zweitrangige und dementsprechend kann man ziehen viele den Vergleich zu Engeln. Ja, das stimmt schon, das passt. Sie sind längst nicht so mächtig wie die Götter, die auch die Welt mitgeschaffen haben, aber sie sind doch eher in ihrem göttlichen Raum unterwegs. Es sind die Ainur. Insgesamt ist es die Musik der Ainur und die Ainur sind die Götter und die dann aufgeteilt sind in die Valar und die Maia.
Wenn du das sagst, wird es stimmen. Also, wir wollen heute über die Schlacht der fünf Heere reden. Ich habe es eingangs gesagt, ein Film, der eigentlich nur existiert, um noch mehr Geld zu machen. Ja. Mit Menschen, Elben, Zwergen und Orks da drin, die auch nur da sind, weil sie Geld haben wollen. Ja. Denn darum dreht sich's. Und der Film sollte eigentlich ja ursprünglich heißt There and Back Again, also sozusagen wie das Buch von Bilbo heißt. Man hat sich aber dann umentschieden. Das ist vielleicht auch ganz okay, weil das Back Again, das sieht man ehrlich gesagt ja so wie gar nicht. Also der ist dann plötzlich wieder im Shire, aber das ist ja dann ganz am Ende. Der Film fängt an mit der Erschlagung des Drachen durch Bard, beziehungsweise erst die Flucht von Bard. Man sieht dann, wie Smaug die Seestadt in Schutt und Asche legt. Und dann habe ich mich gefragt, ob die Kollegen von Game of Thrones sich vielleicht das mal angeguckt haben, wie man sowas macht, um dann gedacht haben, boah, und das machen wir jetzt dann beim Red Keep einfach mal fünf. Ich habe mir vor allem gedacht, dass, ja gut, es ist ein Feature-Film, der deutlich mehr Budget hatte als Game of Thrones. Game of Thrones hatte den Vorteil, dass es aber auch deutlich später war als dieser Film. Wir haben schon mal gesehen, wie man Drachen macht. Genau. 2012 ist, glaube ich, die Schlacht der fünf Heere rausgekommen. Und waren wir irgendwie bei 2017 oder 19, wo dann das Finale von Game of Thrones rauskam. Ehrlich gesagt, mir gefallen vom CGI her Drogon und Co. besser und auch die Zerstörung von dem Ganzen. Da sah doch teilweise schon sehr mittelmäßig aus. Auch wenn ich sagen muss, dass mir dieser Teil im Film eigentlich einer der besseren in Erinnerung geblieben sind, weil es ist sowieso der ganze Film. Ich habe ja gesagt, bei den letzten Teilen bin ich extrem oft eingeschlafen. Hier jetzt nur einmal, und zwar zwischen dem Drachen und dem Anfang der Schlacht der fünf Heere. Vielleicht ist es, weil er durch die ganze Action einfach ein bisschen kurzweiliger ist. Also man muss ganz ehrlich sagen, wir schauen es ja in der Extended Edition. Ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen. Ich habe ihn im Kino gesehen und fand ihn wirklich Grütze. Ja. Und habe ihn jetzt nochmal zu Hause, habe diesmal extra die Leinwand angemacht und dann in der Extended Edition gesehen. Und ich muss mal sagen, das ist jetzt kein Meisterwerk, aber ich fand den jetzt gar nicht so scheiße, wie ich den in Erinnerung hatte. Ja. Und ich glaube, das lag zum großen Teil auch daran, dass hier wirklich an der Extended Edition einfach essentielle Dinge hinzugefügt wurden, die im Gegensatz zu den anderen erweiterten Szenen bei Herr der Ringe oder auch bei Hobbit vielleicht eher so ein bisschen, ja, noch ein bisschen mehr Fleisch am Knochen, aber nicht wirklich nötig, sind das hier teilweise Dinge, die hinzugefügt wurden, die essentiell waren. Zum Beispiel siehst du in der Kinoversion, nachdem Bart den Arkenstein dann weggepackt hat, siehst du dieses Teil nie wieder. Aber eigentlich geht's darum. Und ja, hier siehst du ihn wenigstens am Ende nochmal und du siehst dann auch nochmal, dass dein dann nochmal der König unter dem Berg wird und so weiter und so weiter. Und dass viele... Das sah man in der Kinofassung nicht? Nope. Nope. Ach echt? Ja. Krass. Ja, das ist also wirklich krass, was man auch auf Storylines, die überhaupt nicht zu Ende gebracht werden. Der Alfred zum Beispiel, ja. Der ist im Kino einfach weg. Ja. Er hätte mir auch besser gefallen, wenn er hier weg gewesen wäre. Er hätte gar nicht mehr. Und was mir auch, ganz ehrlich gesagt, aber trotzdem grundsätzlich besser gefallen hätte, ich hätte die Zerstörung von Seestadt und den Tod von Smaug in das Ende des zweiten Teils gepackt. Das war ganz ehrlich. Weil das ist nochmal so draufgepackt irgendwie. Es hat dann auch gar nicht die Schwere, die es vielleicht hätte haben können. Und so ist der Smaug dann halt, ja, am Ende des Tages war es dann auch jetzt gar nicht so schwer. Es war halt ein Lucky Shot, ja. Aber was mir da aufgefallen ist, dieser Bart, der kann sich auch nicht entscheiden, ne. Also am Anfang, da sind ihm seine Kinder völlig egal. Und später, dann ist er voll auf Familie! Mhm. Ja, ja. So, der hat sich auch in der Schlacht sehr zurückgehalten und war nur bei seiner Family. Ne? Richtig, genau. Ja. Ja, als der Drache angegriffen hat, also kein Gedanken an seine Kinder verschwendet. Ja. Das ist mir irgendwie so aufgefallen. Es hat sich überhaupt niemand in der Stadt gewehrt. Also du hast ja keinen einzigen anderen Bogenschützen gesehen, auch gar nichts. Auch Kate aus Lost hat ja überhaupt nichts gemacht. Die hatte nur die Kinder dann in Sicherheit gebracht. Ja, ne? Ja, das stimmt. Und dass er nicht darüber nachgedacht hat, einfach nochmal den schwarzen Pfeil zu benutzen, die Lanze, ja, ja, und dann einfach ja, so rumgeschossen hat, obwohl das ihm noch klar sein müsste, dass das nichts bringt. Ja, ja. Und wurde nicht im Teil vorher explizit erwähnt, dass diese Lanze, dass dieser schwarze Pfeil nur mit dieser Windlanze abgeschossen werden kann? Ja. Aber jetzt hat er einen zerbrochenen Bogen. Ja, und benutzt seinen Sohn dafür. Und ja, mit dem Bogen rammt er rechts und links in irgendwelche Balken rein, wo ich frage, wie geht das denn? Ja, und dann benutzt er seinen Sohn als Abschussrampe. Okay. Ist dir aufgefallen,
dass alle Gebäude in dieser Stadt brennen, nur dieser Turm nicht. Ja, ja, das habe ich auch, notiert. Alles brennt, nur der Turm nicht. Ja. Ja. Ja, und auch das war halt wirklich, wir haben später nochmal so eine Szene, die Läuterung von Thorin, die ist halt auch wirklich, das muss man sagen, das sah jetzt wieder schlecht aus, das sah im Kino vor 10 Jahren schon scheiße aus. Es sieht einfach nicht gut aus. Es ist einfach nur, du merkst da literally, der steht da, der ist eine grüne Wand, da sind drei schwarze Balken und ihm rum und die Glocke, that's it. Wahrscheinlich ist die Glocke auch noch ausbrechend. Ja. Ach so, wegen Tauriel. Die ist natürlich eine sehr empathische Elfin, die hinter ihrem Elben, die hinter ihrem Lover hinterher will, aber für einen Jungen nicht mit dem Boot umkehren möchte. Ja, das ist wirklich. Und Smaug ist eine extreme Drama-Queen bei seinem Tod. Ja. Und, ja, also wirklich, das ist ja, dann fällt ich schmelze. Ja, ich schmelze, oh Gott. Ich erinnere mich an den Joker aus dem Batman von 1989. Und dann fällt er also natürlich dann auf Stephen Fry und ich dachte, ich hatte echt vergessen, dass der Alfred da noch weiter ist. Ich dachte, der hat sich damit auch erledigt. Nein. Ja. Der unkomischste Comic Relief ever, ja, wird uns leider noch die restlichen 2,5, fast 3 Stunden lang begleiten. Da frage ich mich auch, ob das so ein Ding ist, was das Studio unbedingt wollte, weil als Autor kann ich mir nicht denken oder als Filmemacher, dass mir dieser Charakter in irgendeiner Art und Weise Spaß macht. Ja, ich habe mich auch gefragt, saßen die da am Set und haben gedacht, oh, das ist voll lustig? Oder ich weiß es auch nicht. Es war wirklich, ja, falls ihr euch wundert, hier saust gerade noch ein A380, der, ich glaube, es ist Saudi Airways vorbei. Weiß ich nicht, sind ja die einzigen, oder Katar. Buh, ja. Ich meine, im Gegensatz zu den Filmen davor haben die sich ja irgendwie dann, bevor die den gefilmt haben, schon eine Pause genommen, damit die so ein bisschen an dem Skript feilen können. Ein bisschen mehr Sorgfalt, habe ich das Gefühl, merkt man diesem Film an, dass er nicht ganz on the go geschrieben worden ist, sondern dass ein bisschen Plan da drin war. Aber ich kann dir recht geben, vielleicht hat man sich am Set so amüsiert, wie es beim aktuellen Tor ist, dass die denken, sie wären so geil, aber am Ende nur ein mittelmäßiger Film dabei rauskommt. Oder sie haben auch einfach gesagt, ah, fuck it. Ja. Oder so. Oder ja. kein Bock mehr gehabt. Ah, so, komm, wir müssen den Scheiß jetzt zu Ende bringen und fertig. Wobei wir noch kurz bei Smaug, als der dann auch mit Bart redet, da hatte ich mir dann aufgeschrieben, so typischer Bond-Bösewicht. Es nimmt sich so die Zeit, mitten im Inferno nochmal anzuhalten, vor den hinzugehen und dann so in Bond-Bösewicht-Manier so, ah, du bist also der, willst du mich umbringen? Und auch das Problem, was in diesem Film immer öfter, sehr oft vorkommt, dass Smaug mit Bart redet, kann man noch einigermaßen verstehen. Mhm. Die sind trotzdem recht weit auseinander. Mhm. Und das Feuer müsste so laut sein, dass sie sich eigentlich nicht verstehen. Mhm. Smaug vielleicht ja, aber Bart im Gegensatz dazu nicht. Im späteren Verlauf des Films schreien die sich ja wirklich über verschiedene Berge hinüber an und jeder versteht's noch. Aber können wir gleich drauf kommen. Ohne Megafon können die sich gegenseitig verstehen. Ja, also Seestadt ist Geschichte, Smaug ist Geschichte. Damit kann man jetzt also mit der eigentlichen Handlung dann mal beginnen. Hat ja auch lang genug gedauert, war ja fast 40 Minuten, bis er dann mal losgeht. Ja. Und dann habe ich sie im Eingang schon erwähnt. Jetzt kommen sie nämlich an, die Nachbarn, und wollen Geld sehen. Und jetzt können wir vielleicht mal als erstes über die Motivation noch von Thorin sprechen. Ich habe nicht ganz verstanden, was hat er denn jetzt? Was hat er denn nun? Immer hat er irgendwas. Was hat er denn jetzt? Hat er jetzt die Goldkrankheit? Hat er jetzt die Drachengoldkrankheit? Oder ist jetzt halt der Arkenstein, ist halt der eine Ring 2.0, nachdem er jetzt lechzt? Was hat er denn jetzt? Ich habe es nicht verstanden. Ja, im Buch war es mehr so getrieben, dass er seinen Goldschatz beschützen wollte und dann pissig war, als Frodo den Arkenstein den anderen ausgerechnet sich den ausgesucht hat. Ja, genau. Aber hier habe ich nicht verstanden, was. Also ja, klar, er ist dann sauer, dass der Arkenstein weg ist. Okay, aber ich hab nicht verstanden. Ist er jetzt goldkrank wie sein Opa oder sein Vater? Ist er jetzt, oder dann wird ja später noch gesagt, ah, Gold auf dem Drachen gesessen haben, ist vergiftet. Ist es jetzt das? Oder es ist dieser Arkenstein? Ich habe es nicht verstanden. Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Also es ist dieser riesige Schatz, der ihn dazu zur Habgier treibt, wo ja auch die Zwerge verflucht waren, als sie in Erebor so viel rausgeholt haben, plus die Gier nach dem Arkenstein, der für ihn wertvoller als der gesamte Schatz ist. Also im Film wollen sie eine Kombination aus allem machen. Mhm.
und können sich da nicht entscheiden. Und dann ist es das, was ich beim letzten Mal schon sagte, mir ist halt diese Schlacht relativ herzlich egal, weil am Ende des Tages sehe ich ja einfach nur, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, geldgeile Leute, ja, die einfach nur neidisch auf den Besitz des anderen sind und der will halt nicht teilen und dann holen sie es halt mit Gewalt. Ja. Ja. Und das ist halt eine denkbar ungünstige Situation irgendwie, um in der Schlacht überhaupt für irgendjemand zu sein. Das ist so ein Grundproblem mit dem Film. Ich glaube, wir gehen heute gar nicht mal so sehr auf die Handlung ein, also so ein bisschen auch, aber es gibt ja keine große Handlung. Es ist ja eine einzige große Schlachtszene. Ja, ein paar Sachen wurden ja noch zwischengepackt. Genau, zum Beispiel. Aber was ich mich halt frage ist, jetzt walze ich dieses Minibuch schon so weit aus. Ja. Warum beschäftige ich mich eigentlich nicht mehr? Also ganz ehrlich, dieser Alfred, um nochmal auf ihn zurückzukommen, hat mehr Screentime als mancher Zwerg. Ja. Und was ich mich halt frage, warum lerne ich in 8 Stunden die Zwerge so gut wie überhaupt nicht kennen? Dafür Kate aus Lost und Alfred und keine Ahnung was. Mhm. Und den komischen Bürgermeister und den Bart und bla, alles Charakter, die es überhaupt nicht gibt im Buch. Vom Beorn, haben wir das letzte Mal gesagt, kommt relativ kurz. Der hat auch in der Endschlacht eine wesentlich größere Bedeutung. Also er ist ja eigentlich mehr oder weniger der, der das Ding alleine rockt. Ja? Ja. Zusammen mit den Adlern. Gut, ist hier auch so, aber es ist ein bisschen anders. Da hast du wieder deine Adler. Ja, da habe ich wieder meine Adler. Die habe ich in dem völlig vergessen, dass die da ja auch kommen. Ja? Das verstehe ich einfach nicht. Da verstehe ich wirklich die dramaturgische Screenwriter-Entscheidung nicht. Du hast 8 Stunden Zeit und du... Ich kann die Namen von den Zwergen, glaube ich, alle gerade noch, aber der normale Zuschauer kann die alle nicht. Ja, vor allem kommt dann so eine Szene dazwischen wie der Zwerg, ich komme jetzt auch gar nicht immer auf seinen Namen, der eine Axt im Kopf hat. Ja. Die dann rausgezogen wird. Ich habe und man in gemerkt, dem Moment erst versteht, richtig, dass da überhaupt was drin ist. Ne? Ja, ganz genau. So, was, er hat die ganze Zeit eine Axt im Kopf gehabt? Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ja, ja, das ist, ich meine, wir haben hier eine einfach riesen Truppe und dafür hätte man sich mehr mit der Reise beschäftigen müssen, als mit dem Ziel der Reise ja. Am Ende. Und ja, das... Zum Beispiel auch hätte man ja ein bisschen aufbauen können, dass Balin davon träumt, mal Moria zurückzuerobern. Weil immerhin sehen wir in Herr der Ringe ja sein Grab dann. Ja? Ja. Hätte man doch zum Beispiel das mal reinbringen können, mal ein bisschen da drauf rumreiten oder halt eben auf diese Axtgeschichte und von mir aus eben noch irgendwie mal erklären, warum die einen hübsch und die anderen nicht hübsch sind. Ja? Und hinzusagen, und vor allem muss ich ja dann im Laufe der Schlacht auch plötzlich annehmen, dass Balin sterben soll und sich opfert. Aber nee, dann ist er ja noch da. Ja. Da habe ich mich auch so gefragt, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass der stirbt. Aber es wird so inszeniert, als geht er jetzt gleich das Heldenopfer ein, also von diesem Wagen da flüchten und er auf noch mit dieser lächerlichen Bolzenmaschinenpistole da durch die Gegend hüpft. Ja. Was mir aber noch vorher aufgefallen ist, ich meine, viel von dieser Schlacht ist einerseits an Tag, was okay ist, endlich mal keine Schlacht bei Nacht, so ungefähr. Mhm. Aber mir ist extrem dieser Kontrast bei den Tagesszenen aufgefallen, im Visuellen. Ist dir das auch aufgefallen auf deiner Leinwand? Die haben einen ganz krassen, seltsamen Kontrast mit drin. Das ist alles so hochgezogen, als sähe das aus wie diese alten 16-Bit-Farben-Videos in Videospielen, wo sie noch nicht die ganze Farbbreite benutzen konnte, wie bei Wing Commander, die Zwischensequenzen so ungefähr. Und das ist da dermaßen hochgezogen worden vom Licht her, vielleicht ist es mal auf meinem OLED mehr aufgefallen als die auf der Leinwand, dass mir das schon in den Augen wehgetan hat. Nee, aber mir ist wohl dieser komplette, der ganze Film und der noch extrem mehr als die anderen, fühlt sich halt an, noch mehr an wie eine Zwischensequenz aus einem Blizzard-Spiel. Ja. Es ist teilweise so, auch überall nochmal so 5 Filter drüber und alle Elben haben einen Glow drüber und, und teilweise ist es halt auch wirklich dann auch echt in manchen Dingen schlecht. Und was irgendwie auch völlig untergegangen ist, dass man anscheinend irgendjemand mal gefragt hat, der sich vielleicht mit so Schlachten und Schlachtordnungen auskennt, ja, weil was du da siehst, ist halt himmelweiter Unsinn, ja, himmelweiter Unsinn. Und wo ich wirklich, also ich habe ja vorhin gesagt, ich fand ihn jetzt gar nicht so schlecht wie in der Retrospektive, trotzdem war es, weiß Gott, kein guter Film, es gab mehr als einen Facepalm-Moment. Zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, da machen die Zwerge, machen so eine Phalanx. Ja. Ja, und die sieht ja recht stabil aus mit den ganzen Schildern und so weiter.
Und dann hüpfen die Elben drüber. Nee, der Sinn von dem Ding ist, dass die Orks sich erstmal daran abarbeiten. Und das, was übrig ist, das holt ihr euch dann. Ihr springt da nicht drüber, ja. Und kann es sein, dass dieser, der Dane, der im Englischen übrigens Dane ausgesprochen wird, also falsch ausgesprochen wird, nur im Deutschen, der kommt komplett aus dem Rechner, oder? Ja, da ist ein Schauspieler hinter, aber irgendwie ist der größte Teil des Gesichts aus dem Rechner. Ich habe irgendwann mal eine Doku dazu gesehen, habe mir aber auch da in der Doku schon gedacht, das ist Schwachsinn, die Begründung, die die genannt haben. Deshalb habe ich mir auch gar nicht gemerkt. Ja, völlig, völlig unnötig, warum man so ein... Und das Krasse ist, man merkt auch bewusst, dass sie dann an Stellen nicht das Budget hatten, um ihn weiter auftauchen zu lassen. Mhm. Weil wenn er fest in der Kamera ist, drehen sie ihn eher nach hinten, sieht man ihn von hinten oder genau. Von der Seite, damit man ja nichts ausgibt, damit er von vorne zu sehen ist. Ja, also auch die Cinematografie in dem Film ist nicht gut. Egal wo du bist, es scheint halt so, als hätte halt Peter Jackson, also das, oder ist das vielleicht dann auch diese, es muss aussehen wie die Herr der Ringe, da hat er halt viel mit solchen Kameraflügen gearbeitet. Also ist hier jede Szene wird mit so einem Kameraflug, jede Szene wird mit so einer Kamerafahrt eingeläutet. Das ist wirklich, du denkst so, okay, ich hab's verstanden, ihr habt einen schönen Kran, ja, hab ich verstanden. Also es ist wirklich schon schlimm. Und auch im Schnitt teilweise wird, also im Deutschen kommt das gar nicht so rüber, weil die Synchro dann teilweise noch ein bisschen was rettet, aber im Original ist das wirklich so, dass in laute und leise Szenen mitten in den Ton reingeschnitten wird. Also ganz, 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 also handwerklich auch wirklich auf einem Niveau, ich sage, okay, habe ich so überhaupt nicht mehr in Erinnerung gehabt. Und das zusammen mit dem Super Mario Legolas plus, hinterlässt bei dem Ding einen faden Beigeschmack. Wurde, und dann sind wir wieder bei dem, was wir die ganze Zeit sagen, schneid das Ding auf 3 Stunden zusammen, alle 3 Filme und es ist okay. Ja, Legolas, ja, wie du es gerade schon gesagt hast, Super Mario, im God-Mode ist er wieder. In jeder Szene ist er absoluter God-Mode gewesen und Tauriel verkommt dann in dem ganzen Film. Ist dann doch mal wieder Damsel in Distress. Genau, ja. Genau. Man hätte sie als starke Figur, so wie Arwen, nutzen können, aber am Ende, oder Eowyn, die einfach den König der Nazgul tötet. Ja. Und dann am Ende muss sie dann die Prinzessin sein, die von ihren beiden Lovern gerettet wird. Ja, ganz genau. Dann auch dieses, also gibt so ein, es gibt ein Bild, das sind Kili, Tauriel und Legolas wortwörtlich im Dreieck inszeniert. Ne? Ja. Ah, oh, das ist halt alles so, okay. Und okay. Es ist ja, man muss ja sagen, die Fans könnten sich darüber beschweren, wenn sie es anders gemacht hätten, dass es vielleicht im Buch genauso beschrieben ist. Aber wir haben hier einen Charakter, der nicht mal ansatzweise im Buch vorkommt. Also hätte man die Chance nutzen können. Und da wird einem erst recht bewusst, wie viel Einfluss das Studio auf gewisse Charaktere hatte. Ja, absolut. Ja, was hatte ich denn noch so auf meiner Liste? Es ist ein bisschen eine Wüste-Liste geworden, die gar nicht so chronologisch dem Ganzen vorgeht, weil mir so viele Gedanken dann auch reingekommen sind. Gandalf hat Ladehemmung? Ja. Gut, aber er hat ja auch den kaputten Stab von Radagast. Ja. Ja. Also, ja. Lass uns den Teil gleich nochmal machen. Aber ja. Ich hatte doch beim letzten Mal erwähnt, was dir gar nicht aufgefallen ist, dass der Franduil so eine Narbe hat. Ja. Da habe ich dann mal ein bisschen rumrecherchiert. Das hat keine tiefere Bewandtnis. Ach so, natürlich, ja. Ja. Die war einfach da, weil war noch ein bisschen, konnte man halt irgendwie nochmal einen CGI-Effekt über die Backe legen und dann, das hat also, ich habe dann wirklich mal seine Story ein bisschen recherchiert. Man könnte jetzt sagen, die hat er vielleicht aus irgendeinem Krieg oder so da mal davon getragen, aber das wird nicht weiter erwähnt. Was mir aber wohl aufgefallen ist, der Franduil, der wird ja dann auch nochmal extra bitchig irgendwie inszeniert. Mhm. Ich hatte gerade angefangen, ihn nochmal zu mögen nach dem zweiten Teil und dann habe ich nochmal ein bisschen das Buch quer geblättert und nochmal ins Hörspiel kurz quer reingehört. Der ist im Buch nicht so bitchig. Der ist im Buch eigentlich sogar relativ milde und nett, eigentlich mehr so der Elrond-Charakter. Ja. Also das ist mir auch irgendwie so aufgefallen. Und dann, der hat dann also was gegen die Liebe von Tauriel, gegen die Liebe im Allgemeinen, weil seine Frau gestorben ist von Sauron. Was uns, okay, was uns dann wieder jetzt zu deinem, was du gerade erwähnt hast, von den Orks von Minas, whatever, bringt. Oder hast du gerade eben irgendwas noch erwähnt? Nö, aber wir können ja generell mal darüber reden, wer diese 5 Heere denn im Buch sind und wer die im Film sind. Ne? Genau, also ich habe auch dazu einige, es gibt die Experten streiten sich, wer das 5. Heer ist, habe ich festgestellt. Genau. Ja. Also wir haben die Zwerge,
Da würde ich aber auch die Zwerge als Ganzes nehmen und nicht 15 Leute als einher bezeichnen, plus deine Maße. Also genau, die Zwerge. Wir haben die Elben, wir haben die Menschen aus Seestadt und wir haben die Orks. Ja. Jetzt gibt's, habe ich gelernt, im Englischen nochmal die Unterscheidung zwischen Orks und Goblins. Weshalb man sagt, na, das eine Heer ist ja ein Goblin-Heer und das andere ist ja ein Ork-Heer. Und die andere Theorie ist, naja, wir könnten ja die Adler noch als Heer dazu nehmen. Nee, also im Film sind es in der Tat die fünf Heere: Elben, Menschen, Zwerge, Orks und die Orks von Gundabad. Okay, ja. Also zwei Ork-Armeen. Ja. Im Buch sind es die Elben, die Zwerge, die Menschen, die Orks und die Warge. Ah, okay. Okay. Ja, und da aber die Waage hier so zu Reittieren degradiert werden, na. Ja, es stimmt, richtig, da hast du recht, ja, ganz genau. Die sind, ja, du hast recht. Also rein theoretisch könnte man natürlich sagen, dass die Adler kommen noch dazu, wäre fast eine sechste Armee. Mhm. Allerdings sind die Adler wahrscheinlich so wenig, dass es nicht ganz als Armee zählen kann. Und ich meine mich auch zu erinnern, jetzt wo du es gerade sagst, das glaube ich wirklich im Herr der Ringe wortwörtlich, die Orks haben sich mit den Wagen verbündet. Ja. Da wird zwar, glaube ich, auch gesagt, dass sie die als Reittiere nehmen, aber ich meine mich sogar zu erinnern, oder war das Beorn? Es gibt irgendjemand, der sagt, die Waage lassen die Orks auf sich reiten? Oder Wagreiter, ja. Irgendwie sowas, ja. Glaube ich. Ich glaube, da war irgendwie sowas, meine ich mich zu erinnern. Im Buch sind es übrigens die Orks von Gundabad direkt, die Ork-Armee, weil die übernehmen die Führung der ganzen Orks, nachdem der große Ork in den Nebelbergen getötet wurde. Nämlich von den Gandalf und den 13 Zwergen. Mhm. Diese ganze Gundabad-Geschichte, das ist ja dann auch, wo sind das die Orks, wo Legolas und Tauriel dann kurz hinhüpfen? Ja. Wo man dann sagt, ist meine Mutter gestorben. Ah, okay. Und wo so implizit gesagt wird, das könnte auch Sauron gewesen sein, der die Mutter umgebracht hat. Ja. Okay, ich verstehe. Ja, habe ich jetzt halt, weiß gar nicht mehr, ob das in der normalen Version drin war oder ob das in der Extended Edition nur drin war, kann ich mich ehrlich gesagt, da konnte ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Wahrscheinlich ist es dazu gekommen. Ich ehrlich gesagt habe diesen Film komplett verdrängt, nachdem ich im Kino drin war. Deshalb war es für mich teilweise so, als würde ich ihn gerade zum ersten Mal sehen. Ich habe mich noch an sowas wie Legolas erinnert, der da auf runterfallenden Steinen rumgehüpft ist, wie Nathan Drake bei Uncharted. Aber alles andere war mir fast gar nicht mehr in Erinnerung. Mir war noch in Erinnerung, dass Frodo die meiste Zeit im Film wach ist, während er im Buch... Bilbo, Entschuldigung, ich bin schon, ich höre schon der Herr der Ringe wieder. Übrigens von, es neue Herr der Ringe wäre so in dem Englischen von Andy Serkis eingesprochen, nachdem er vor ein paar Jahren mal so eine Live-Lesung vom Hobbit gemacht hat, wo er etliche Stunden wirklich durchgelesen hat für einen guten Zweck, hat er dann auch nochmal den Herr der Ringe aufgenommen. Den höre ich gerade durch mit ihm, großartig gesprochen. Bilbo ist im Buch, um zum Hobbit zurückzukommen, am Anfang der Schlacht der fünf Armeen ausgenockt worden. Genau. Und dann wird auf ein paar Seiten im Groben der Überblick der Schlacht beschrieben. Ja. Und das war's. Ja. Ja. Hier wird er auch ausgenockt, aber dann erst, als die auf den Rabenberg da gehen. Ja, ganz genau. Und dann kriegt er auch meines Wissens im Buch ja dann auch von den Zwergen oder von einzelnen Gandalf erzählt ihm ein bisschen was und die Zwerge erzählen ihm ein bisschen was und jeder erzählt ihm so ein bisschen was, sodass du als Leser dann sozusagen den Verlauf der Schlacht dann reingetrichtert bekommst. Genau. Und Thorin trifft er dann auf seinem Sterbebett, genau, wo der im Sterben liegt und nicht so, wie er jetzt niedergemetzelt wurde. Ja, wobei im Buch ja niedergemetzelt wird von verschiedenen, also der natürlich. Genau, er stirbt an den Wunden der Schlacht. So. Genau, aber es ist schon nach der Schlacht, während Thorin noch im Sterben liegt, aber länger überlebt hat, als es hier ist im Buch, im Film. Jetzt kannst du mal dein Quellenwissen vielleicht mal so ein bisschen bemühen. Da das am Ende des Tages ja nur ein Nachbarschaftsstreit war, hat's halt Gondor und Co. und so überhaupt nicht tangiert, ne? Nee. Ich meine, die hätten ja auch geil aufs Geld werden können. Ja, aber die Schlacht hat innerhalb der weniger Tage, nachdem Smaug gefallen ist,
stattgefunden, weil die Zwerge und die Orks ihre Armeen in Bewegung setzen konnten und die Menschen und die Elben auch in der Nähe waren. Aber das hat schon einen großen Auswirkung zumindest auf die Orks in dieser Region gehabt, weil einfach die Armee der Orks niedergemetzelt wurde, dass für viele, viele Jahre bis zum Herr der Ringe hin quasi, bis Sauron wieder die Macht ergriffen hat, die Orks gar keine Bedrohung mehr waren. Dann war noch eine Sache, über die ich gestolpert bin, wo du gerade Stichwort Jahre gibst. Da habe ich auch erstmal gezuckt, das musste ich auch mal nachlesen, aber ich überlasse dir da den Vortritt, das zu sagen. weil als nämlich dann der Franduil dann dem Legolas ganz am Ende den Auftrag gibt, ach, such doch mal nach einem jungen Waldläufer, da habe ich mir gedacht, wenn man, der kann doch gar nicht geboren sein, der ist noch höchstens 10 oder sowas. Aber die haben auch dann die Timeline irgendwie für die Filme ein bisschen verändert. Ja, die ist komprimierter. Allerdings muss ich jetzt sagen, also die Schlacht der Fünf Jahre hat 60 Jahre vor den Ereignissen vom Herrn der Ringe stattgefunden. Allerdings im Herrn der Ringe, ab dem Moment, wo Bilbo aus dem Auenland abhaut, sind auch nochmal 10 oder 20 Jahre dazwischen. Heißt, die Schlacht ist da, dann vergehen 60 Jahre, dann feiert Bilbo seinen 111. Geburtstag. Frodo ist zu der Zeit ungefähr um die 30, das ist also die Zeit, wo die Hobbits volljährig werden. Und dann geht er mit, glaube ich, Anfang 50 erst los, weil es so viele Jahre gedauert hat, dass Gandalf die Nachforschungen durchgeführt hat und dass Bilbo überhaupt das Auenland verlassen wollte. Ja, weil das kam und irgendwie so. Und dementsprechend Aragorn ist zu der Zeit, wo er Frodo und die anderen trifft, muss ich nochmal leben, im 90 Jahre alt oder so. Film 87, sagt er. Ja, irgendwas mit um die 100 Jahre alt. Also müsste er bei der Schlacht der fünf Armeen doch recht jung noch gewesen sein. Ja, in der Film-Timeline ungefähr 30. Ja. Aber wenn du das jetzt nicht weißt und nur so die Bücher im Prinzip nimmst, dann müsste er echt 10 sein. Ja, im Film ist es, und da werden wir dann beim Herr der Ringe selber drüber sprechen, da ist es ja im Prinzip, Gandalf ist ein paar Monate weg oder ein paar Wochen weg, kommt wieder und dann machen die sich direkt auf den Weg. Und das war's. Aber es ist, man vergisst ganz, und es ist das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, dass ich den Herr der Ringe wieder als Buch konsumiere, ist einfach eine ganz andere Zeitspanne noch dazwischen. Ja. Also, ihr merkt schon, liebe Hörer, während wir springen hier munter, weil dieser Film hat einfach auch keine große Story. Ne? Also, was hast du denn noch in deinem Pad notiert? Was habe ich noch bei mir drin? Dass die Orks in diesem Film so ein bisschen wie Stormtrooper sind. Also das sind typisch. Die sind quasi so Hulks, die unterwegs sind, richtig groß. Die können die alle anderen niedermetzeln. Aber selbst ein kleiner Hobbit schafft es mit ein paar Steinen, die umzuwerfen, so ungefähr. Am Ende, wenn es um die Schlacht geht, sind die dumm wie Brot, wie die Stormtroopers. Gandalf hat seine schöne Ladehemmung, wo ich auch gedacht habe, das ist vor allen Dingen der Stab, den er ja auch im Herr der Ringe noch weiter benutzt. Legolas hat seinen God-Mode. Die verstehen sich am Anfang der Schlacht über das gesamte Schlachtfeld, ohne große Speaker zu benutzen, irgendwie in der Art und Weise. Tal, also die Stadt Tal, ist erinnert einen wirklich in der Konstruktion stark an Minas Tirith. Mhm. Ja. Ja. Auch diese Ringe, die eingesetzt werden dabei. Aber das kann dadurch sein, dass es halt wirklich die Menschen konstruiert haben, weil das einfach die Architektur der Menschen auch zum gewissen Teil war. Und Dol Guldur. Ja. Da hatte ich ja letzte Mal noch gesagt, da wollte ich noch so ein bisschen auch die Timeline aufklären. Genau, sei doch mal so nett, mach das mal, weil da hatte ich mir, und das wäre jetzt auch der Punkt gewesen, da haben wir nämlich dann Saruman, Galadriel und Elrond sozusagen als Geisterjäger. Ja. Wahrscheinlich, weil sie Magic Weapons haben, können sie gegen Geister kämpfen, die dann auch sterben, wenn sie die Klippe runterfallen. So, okay, dann lösen sie sich auf, warum auch immer. Das waren aber dann, waren das jetzt dann die Ringgeister, die man dann später nochmal sieht? Waren das die gleichen? Okay. Ja. Das heißt, die waren also nicht wirklich weg, die sind nur dann, haben gedacht, ach nee, da haben wir jetzt keine Lust zu kämpfen. Die Sache ist, die Nazgul,
werden erst später in Dol Guldur eingesetzt, eigentlich von Sauron. Und die ganze Dol Guldur-Geschichte spielt eigentlich vor dem Hobbit und nach dem Hobbit. Okay. Dass das, der Weiße Rat Sauron aus Dol Guldur vertreibt, das passiert nach der Schlacht der Fünf Heere. Und das ist, es ist weiterhin so, dass vor dem Hobbit Gandalf dahin geht, weil er vermutet, dass da ein bisschen Murks läuft, den Vater von Thorin findet, der ihm dann den Schlüssel für die Hintertür gibt. Und dann, weil Gandalf rausgefunden hat, dass Sauron da unterwegs ist, will er den Weißen Rat informieren. Aber Saruman sperrt sich noch gegen das Ganze. Und dann passieren die Sachen im Hobbit und danach schafft es und Gandalf möchte halt, dass die Orks und Smaug sich nicht verbünden für Sauron und treibt die deshalb daraus, hilft mit Hilfe der Zwerge und allen anderen, und am Ende kann der Weiße Rat davon überzeugt werden, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, dass die wirklich in den Düsterwald reingehen und Sauron vertreiben. Und wer ist jetzt alles in dem Weißen Rat? Sind das nur diese Zauberer oder ist da auch so Galadriel und der ganze Spök ist dabei? Aus den Büchern habe ich gerade wirklich nur im Kopf, dass die Zauberer dabei sind. Okay, ja. Also der Radagast und der Gandalf und Saruman und so weiter. Aber ich kann mich auch ehrlich gesagt gerade irren, da will ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Da bin ich nicht. Ich hatte mir vorher noch mal so ein Ding in meinem Handy aufgerufen, wo so hier ist nämlich auch die Zeit, die Schlacht der Fünf Heere schlägt fest. Der zweite wird König unter dem Berg und dann findet die Attacke auf Dol Guldur statt und der Weiße Rat holt den raus. Gandalf, Saruman, Radagast, Elrond und Galadriel sind Teil des Weißen Rates. Und der Weiße Rat ist zusammengekommen, um den Nekromanten in Dol Guldur zu vertreiben, der dann sich am Ende als Sauron entpuppt. Verstehe. Und bleiben wir kurz mal bei Galadriel, weil wir ja vorhin die Serie angesprochen haben. Die ist also so, beim Herr der Ringe, wenn du jetzt nur den Herr der Ringe guckst, also wenn du nur diese Filme guckst, so, dann habe ich nie so ganz gerafft, wer ist die jetzt eigentlich. Erst dachte ich, das ist halt irgendwie so eine andere Elbenkönigin. Und dann kommt aber raus, die sieht irgendwie nur so aus, die ist aber viel mächtiger als die anderen. Aber warum die genauso mächtig ist, wahrscheinlich, weil sie den Ring, auch einen Ring der Macht hat. Und hier ist sie jetzt ja auch nochmal so ein bisschen im Rage-Mode unterwegs. Wer ist die denn eigentlich? Ist die auch so ein Engel wie der Galadriel? Nee, Galadriel ist wirklich ein Elb. Aber einer der frühen Elben, einer der Noldor. Die Noldor sind diejenigen, die nach Westen, nach Valinor eingeladen worden sind. Also als die Elben in Mittelerde erwacht worden sind, sind ein paar Götter hingekommen und haben gesagt, okay, vertraut uns, kommt uns mit, wir führen euch ins gelobte Land. Und auf dem Weg dahin, als sie durch Mittelerde gezogen sind, haben sich irgendwo ein paar Leute niedergelassen. Und zum Beispiel die Waldelben, die sind nie nach Valinor rübergekommen. Und so sind gab es die Sindar und die Noldor und noch ein paar andere Völker, und die Noldor sind diejenigen, die mit rübergezogen sind und die lange Zeit in Valinor gelebt haben. Einer der Großen der Noldor war halt Feanor. Und Feanor hat die sogenannten Silmaril geschmiedet. Und die sind aus dem Licht der zwei Bäume, die man in den Trailer sieht, geschmiedet. Und das sind quasi die Edelsteine, die aus sich heraus leuchten und noch das Licht der Bäume mit drin haben. Also quasi eines der größten Wertstücke, die jemals in dieser Welt bestanden haben. Es gab drei Silmaril und die hat Morgoth, der dunkle Lord, geklaut, als er auch die zwei Bäume zerstört hat. Und aus dem Grund wollte Feanor, der Schmied, einer der
begabtesten Elben überhaupt und einer der größten Elben, die es jemals gegeben hat, dem hinterher, aber nicht unbedingt mit dem Segen der Götter. Ist also, wollte schnell übers Meer und wollte nicht sich die Reise machen, um über die Arktis zu laufen. Aber ein anderes Volk, was am Rande von Valinor gelebt hat, wollte dem nicht seine Schiffe geben. Und dadurch kam es dann zum ersten Sippenmord von Elben an Elben, damit die übers Meer hinter Morgoth her konnten, um sich die Silmaril wiederzuholen. Und Galadriel war Teil dieser ganzen Ereignisse. Also die ist so alt und das ist, hat alles noch, die ist vor dem ersten Zeitalter geboren, hat diese Ereignisse alle mitbekommen und man sagt so ein bisschen dadurch, dass sie in vielen Stellen untätig war im Kampf gegen Morgoth und das Erstarken von Sauron, ist sie dann im dritten Zeitalter eine der größten Unterstützer aller, die gegen Sauron gekämpft haben. Verstehe. Ja. So ein bisschen Wiedergutmachung. Genau, Wiedergutmachung. Aber sie hat halt wirklich viele Zeitalter dieser Welt erlebt. Sie ist, ich glaube, umgerechnet in Jahren mehrere Zehntausende Jahre alt. Okay. Da gibt's halt, das dritte Zeitalter war ein paar tausend Jahre, das zweite war ein paar tausend Jahre und das erste war, glaube ich, fast schon 10.000 Jahre irgendwie, was das passiert ist. Und sie hat das Ganze miterlebt. Aber in den zweiten Zeitalter, im ersten Zeitalter, Anfang des zweiten Zeitalters hat sie sich ziemlich zurückgezogen und hat im Osten gelebt und ist erst dann im Laufe des zweiten Zeitalters wieder in die Geschehnisse eingestiegen, weil auch in dieser großen Schlacht zum Beispiel, sie hat bereut, Teil des ganzen Sippenmords am Rande gewesen zu sein. Da gibt's ganz viele Versionen von Tolkien, die sagen, entweder hat sie mitgemacht, hat das Ganze unterstützt oder gegen die gekämpft. Also da gibt's wirklich Versionen davon, wie ich schon letztes Mal gesagt habe. Tolkien hat sehr viele Versionen geschrieben und war auch am Ende seines Lebens noch nicht damit fertig, überhaupt diese Versionen durchzuarbeiten. Und bevor ich jetzt zu viel in die Tiefe gehe, können wir das eigentlich, deshalb wollte ich es eigentlich noch mehr in der Serie, wenn wir über die Serie sprechen. Alles gut. Dann. Galadriel ist auf jeden Fall einer der mächtigsten und ältesten Charaktere in der Elbenwelt, die es da überhaupt gibt. Und dementsprechend hat sie auch viel Einfluss. Verstehe. Ja. Ich frage ja deswegen nur so nach, weil ich ansonsten zu dem Film eigentlich gar nichts mehr zu sagen habe. Ich will ein bisschen die Sendezeit ein bisschen strecken. Okay, was jeweils ist, also diese Geschichte Galadriel passend, dass da eine Romanze zwischen Galadriel und Gandalf angedeutet wird. Ja, ja. Ist eins der kuriosesten Dinge, die in diesen Film eingebaut haben. Wie, noch kurioser als Kate von Lost und der Zwerg? Ja, weil ich glaube, es gibt noch nicht mal einen Ansatz in den Tolkien-Geschichten darüber, dass da irgendwas gelaufen sein könnte. Also man hat gut, viel... Gut, würde der Film heute gemacht werden, würden sie wahrscheinlich was mit Radagast andichten. Also man hat viele Geschehnisse, wo die Elben sich, auch hohe Elben, sich zum Beispiel mit den Menschen zusammen und gepaart haben oder die Götter sich mit den Elben gepaart haben und sowas in der Richtung. Aber das ist mir vollkommen fremd. Und auch diese ganze, also ist irgendwie wie so ein Nebengedanke, diese ganze Dol Guldur-Geschichte, die damit reingebracht haben. Und dann wird Gandalf so gerade von Radagast gerettet und in der nächsten Szene ist er schon wieder fit auf dem Pferd. Ja. Da habe ich mir auch gedacht, wenn so schnell wie du fit bist, hättest du auch mitkämpfen können. Ja, genau. Genau. Auch irgendwie sehr seltsam. Und ich habe aber dann, man sieht auch gar nicht, wie die eigentlich da rauskommen. Ne? Man verlässt diese Truppe, wie sie die Ringgeister bekämpfen, ja. Und dann sind die auch weg. Ja. So. Genau. Die kommen auch nicht mehr. Nö, die kommen auch nicht mehr. Ja, das ist alles ein bisschen. Ja, ich hatte mir jetzt am Ende hier noch, wie gesagt, ein paar Sachen einfach nur noch notiert. Und ich glaube einfach, dass das Problem dieser ganzen drei Filme, man hat halt versucht, ein Kinderbuch mit Kinderbuchlogik in die Tonalität eines doch ernst gemeinten und sich selbst ernst nehmenden Fantasy-Abenteuers wie der Herr der Ringe zu packen. Und das funktioniert schlicht und ergreifend nicht. Ich glaube, die Grundidee war einfach schon schlecht, ja. Ja, das überhaupt so umzusetzen. Vielleicht wäre es als
Animationsserie besser gewesen für Kinder auf Nickelodeon oder so. Ich meine, wir haben in unserer ersten Folge darüber gesprochen, wie die Produktion einfach von dem ganzen Film gelaufen ist. Und es war sehr unglücklich und es war sehr schlecht, was das quasi am Ende Peter Jackson unvorbereitet in diesen Film reingehen musste, obwohl er sich nach dem Herr der Ringe geschworen hat, eigentlich sowas in der Art nicht nochmal machen zu wollen, weil das einfach so viel Energie einnimmt. Und dann innerhalb von ein paar Wochen, ein paar Monaten diese Trilogie zusammenzustellen, in der er wieder dann 3, 4, 5 Jahre seines Lebens reinhaut, da kann ich schon verstehen, dass der Gallensteine davon bekommen hat und komplett frustriert war. Ja, so wie wir als Zuschauer auch zurückgelassen werden. Boah, ich war so froh, als ich diese Filme durch hatte. Gut, ähnlich wie du es gerade gesagt hast, ich bin positiver aus dem zweiten Schauen dieses Films rausgekommen. Vielleicht lag es an der Extended-Version, als ich da aus dem Kino rausgekommen bin. Und ehrlich gesagt war es für mich auch dann gefühlt der kurzweiligste von allen. Und vielleicht auch deshalb, weil er nicht so viele Dinge, die gesetzt waren im Buch, verwurstet hat, weil einfach nicht so viel da war. Und was versucht hat, so ein bisschen was Eigenes in dieser Schlacht zu schaffen. Vielleicht verzeihe ich diesem Film deshalb ein bisschen mehr. Kannst du dem Film denn diese Würmer verzeihen? Die Wehrwürmer? Also die Dunwürmer. Ja, genau. Ja. Basically. Ja. Boah. Ist dann so. Die mussten in Filmlogik eine Möglichkeit finden, wie sie vom Herr der, vom ersten Herr überrascht werden. Ja. Irgendwie so, ja, daher. Deswegen können sie sich dann unter der Erde durchbuddeln und dann kommen dann diese raus, ja. Genau, du siehst, ich habe mal hier in meinem Atlas von Mittelerde aufgeschlagen, wie der eigentliche Ablauf der Schlacht war, fünf Armeen. Und da hatten die schon etliche Tage Zeit, sich vorzubereiten und etliche Tage, diese Schlacht überhaupt zu schlagen. Also ihr könnt das jetzt hier nicht sehen, liebe Hörer, aber es ist eine maßstabsverkleidete Karte, wo also wirklich alle eingezeichnet sind. Also wo kommt der Beorn her, wo kommen die Adler her, Orks, Wölfe. Ach, guck mal an, stimmt. Ich glaube, das waren nämlich in, ich meine auch, das, ich verstehe gar nicht Waage, sondern Wölfe. Interessant. Ja. Ja. Nein, das Buch ist schlecht. Da steht ja Wölfe und nicht Waage. Das ist ja hier keine vernünftige Quelle. Ne? Na, das kann auch durchaus sein, dass das Unterschiede sind. Also das ist schon eine wunderbare Quelle. Und alle, die sich zumindest ansatzweise mit der Geografie und der ganzen Zeitlinie in dem Ding beschäftigen wollen, die können sich den historischen Atlas von Mittelerde holen. Das macht auch Spaß, einfach da so ein bisschen durchzublättern. Wie du siehst, ist hier so Hobbit und Herr der Ringe, ja. So der letzte Teil. Und der größte Teil ist einfach auch nochmal, was im zweiten Zeitalter und im ersten Zeitalter überhaupt passiert ist. Und wie zum Beispiel, dass die Welt vorher und nachher aufgebaut wird, was da passiert ist. Also ein Buch, das dir noch sehr viele Dienste leisten wird, wenn wir dann über die Serie sprechen. Definitiv. Also deshalb, wenn ich das hier mal sehr. Weißt du eigentlich, dass hier wochenlang kein Kranken- oder Wagen- oder Polizeiwagen vorbei werden? Aber ja, genau, ja, dann, wenn wir eine Aufnahme so machen. Ne? Ist ja immer so, ne? Dass, hier, das ist ein ganzer Teil. Mhm. Wenn ihr das sehen könntet, haben wir einen ganzen Teil des Kontinents, den es heute nicht mehr gibt. Das ist alles weg später. Ist alles im Meer versunken. Klima. Climate change is real. Genau. So. Hier sind die blauen Berge, die ja fast schon in der normalen Mittelerde-Karte am Meer sind. Okay. Und dementsprechend, das ist eigentlich die eigentliche Heimat der Elben. Und das hier oben ist im Norden ist ein ganzes Revier von dem dunklen Herrscher Morgoth. Die Eisenberge, okay, ja. Ich verstehe. Ja, liebe Hörer, was soll man jetzt sagen? Ihr merkt schon, wir sind nicht ganz auf unsere fast epischen 2 Stunden gekommen wie das letzte Mal. Aber wir haben es jetzt mehrfach gesagt, so viel gibt der Film halt gar nicht her. Nehmt es jetzt als Abschluss der kleinen Hobbit-Filme.
Wir werden uns jetzt mit Freuden den Herr der Ringe-Filmen widmen. Auch die werden wir, wenn ihr die mit uns zeitgleich verfolgen wollt, natürlich in der Extended-Version gucken. Ich habe die jetzt auf Blu-ray endlich mal, weil ich hatte die bisher immer nur auf DVD. Gucken, ob es da nochmal ein neues bildmäßiges Aha-Erlebnis gibt. Was guckst du, auf UHD oder ja, was? Die Blu-ray hat auch ein paar Farbkodierungsprobleme. Deshalb eigentlich die UHD-Version ist so ein bisschen die ultimative Version aktuell. Die gibt's auch sau oft ganz günstig bei iTunes zum Holen. Okay, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da und ein Abo. Empfehlt uns unseren Freunden, die kennen uns schon, euren Freunden, was ihr hier für tolle Dinge über Herrn der Ringe hört. Vor allem, weil ich glaube wirklich, dass diese Serie durchaus das Potenzial hat, nochmal so einen kleinen Hype auszulösen. Ich bin guter Dinge, dass das vielleicht auch mal so Leute interessiert, die halt wirklich nur diese Filme gesehen haben und sich danach nie wieder mit beschäftigt haben. Und die Serie lohnt sich allein deswegen, wenn wir einen Prolog sehen sollten, der über das erste Zeitalter bis hin zum zweiten Zeitalter die Historie von Galadriel und von Mittelerde zeigt. Dann hat sich das schon gelohnt, einfach das im Film mal zu sehen. Dann ist der Michael glücklich. Uns könnt ihr glücklich machen über ein Feedback auf iTunes, auf Spotify oder auf Podcast Addict. Und natürlich freuen wir uns über Feedback unter der 01525 964 7709, info@nerdizismus.de und natürlich auf nerdizismus.de/Discord. Da freuen wir uns auf eure Nachrichten, euer Feedback. Was ich nicht gewusst habe, was der Michael falsch gesagt hat, korrigiert uns. Werft eure Theorien rein, was ihr hofft euch von der Serie. Und dann hören wir uns hier auf diesem Feed wieder, wenn wir dann über den Herrn der Ringe eine unerwartete Reise reden. Und da... Nein. Ah, siehst du mal. Katscha. Die Gefährtin, bitteschön. Ja, genau. Den ersten Teil der epischen drei Teile Herr der Ringe-Reihe, die mir immer noch positiv in Erinnerung bleibt und wo ich so dermaßen Bock habe, mir das anzuhören. Und als zur Feier des Tages. Genau. Trinken wir jetzt das, was wir hier bei Nerdizismus ja immer gerne machen, wenn wir draußen sind. Einen Killepitch auf dich, Michael, auf euch, liebe Hörer. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von Game of Thrones. Böserchen. Tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.